Ja, wir sind in Lille. Endlich. Endlich in Lille. In der alten Blechhalle da. Oh, oh, oh. Guck mal, wie das aussieht. Was, in dem Teil? Ja. In dem Teil? Alter, das ist ja eher so ein Fußballstadion. Da werden wir eingepfercht. Und dann werden da so ein paar Sammelkarten hin und her geschoben. Und haben eine flauschige Decke. Aus Flauschmaterial. Gut. Ja, moin. Jetzt sind wir in Lille. Wirklich gar nicht schlecht. Wetter, Lage, ein bisschen bewölkt. Aber sehr angenehm. Yay, da sind wir schon. Pro-Tour-Vibes. Super geil. German Television. Hello, German Television. Alter, gerade schon richtige Flesh-and-Blood-Gamers hier getroffen. Ein paar soll es hier geben. Klapper, du Esel, gibt es was zu essen? Hier, Nils Klapper, Pro-Player. Ja, heute stimmt das sogar mal, Nils. Ja, heute stimmt das sogar. Ja, siehst du? Dieser Gammelbude hier. Ja, ja. Yo, wir sind jetzt hier angekommen. In der Halle. Auch wieder mega Aufmachung. Meinst du, es gibt schon was zu trinken, Nils? Ich hab schon richtig trockene Kehle, ehrlich gesagt. Alles alkoholfrei hier. Boah, guckt euch das mal an hier. Nils de Buffert, ich bin dich so dankbar. Ich krieg hier was zu fröten, ey. So geil. Der brüllt mich da an. Ach, das war gar nicht gemeint. Schade. Guck mal, sogar professionelle Köche mit professionellen Kochmützen. Das gibt's nur hier, in Lille. Fritze, da gibt's Interview mit James White. Was sind deine Erwartungen? Ich würde gern wissen, ob der Emperor ein Held oder ein Ally ist. Zenki, deine Erwartung an das Interview mit James White? Aufklärung vom Prison Gate. Keine Ahnung, wer du bist, aber deine Erwartung an das Interview mit James White? Ich habe überhaupt keine. Herr Hauser, Erwartung an das Interview mit James White? Wet T-Shirt Contest. Erwartung? Herr Bier. Ja, es gibt kein Bier. Und hier haben wir schon wieder C-Prominenz. Andreas Kenter, Pro-Player. Azalea am Start. Mensch. Azalea am Start. Azalea am Start. Ja, jetzt ist Tag 3.
von der Pro Tour. Ist halt der Wahnsinn. Man wird jetzt denken, hier ist die Luft raus. Mega viel los immer noch. Mega viele Leute. Der Wille ist ungebrochen. Jeden Abend fällt man wie tot ins Bett. Steht nächsten Tag auf und denkt sich, alles klar, was spiele ich heute für Event? Ja, ist halt einfach nur krass. German guys in Pro Tour. Ah, I think so. Nice to meet you. How nice you? Did you play the Pro Tour? I didn't play the Pro Tour. I'm too bad, actually. Me too, but yeah. I made it on XP. Exactly. I snuck in. Yeah. It's been a good event. This is John Ward. That's me. Fluke and Box. Subscribe. Subscribe. Yeah. Hey everyone. What up? This is Sane. All right, London. All right, all right. Yeah. I'm Christian. I'm Saint. And we are... We're not gonna open any stuff. So sorry. We will be opening some stuff later. So Christian, if you want to show your fans, you opening some Arcane first, that's happening right after the Pro Tour. Where can I steal it? You can't steal it, but you can open it over there where James White is. That's a very good idea, Sam. Absolutely, yeah. Let's do this. Let's do that in a little bit, right after this interview, as a matter of fact. Alter Schalter, war das spannend. Ich habe eben mit Sane zusammen auf seinem Handy das Finale geguckt, weil so eine mega Menschentraube einfach nur vor dem Feature Table war. Das war so elend spannend. Beide auf 1 runter. Hin und her ging das Briar Mirror Match und Matthew Fox hat gewonnen.